Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Und im Moment läuft es mit der Spielsuche, denn wir finden immer eins. Oder nicht, liebe Freunde? Läuft. Einfach klasse. Ja, Bart oder, Bart oder herzlich. Bart oder herzlich. Nein, oder Bart, scheiße. Bart aber herzlich ist auch dabei und der liebe Kevin auch. Und der Pizzajunge. Keine Ahnung, wer das ist. Der Pizzajunge. Pizza-Toni. Kevin, möchtest du meine Zuschauer nicht auch mal begrüßen? Mit einem freundlichen Hallo. Ah ja, wenn das alles war, ja. Dann tut's mir leid. Ich habe übrigens in den Kommentaren gelesen heute, Beste, alle schaffen es raus, nur ein Kevin schafft es nicht. Ey, ja, ich hab's auch gelesen. Geil. Und ich möchte ja sagen. Ich habe immer einen Kommentar dazu verkniffen. Weil er tut lieber 30 Aggregate anschmeißen, bevor er die falsche nimmt. Und ich muss sagen, das war das Ehrlichste und Wahrste, was hier in meinen Kommentaren stand. Ach nee. Es war einfach so real. Es war einfach von Herzen. Von Herzen. War auch nicht gelogen. Ja gut, Kevin, mit dem Namen bist du echt, also... Haben deine Eltern heutzutage einfach verloren als Kevin. Einfach im Stich gelassen. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ja. Lassen. Anscheinend. Ich möchte ja sagen. Widerliches Schlachtfeld. Ne, Schlachthaus, Entschuldigung. Erst die Mutter ohne Arme, dann der Name. Widerliches Schlachthaus. Startet zusammen mit dem Pizza-Jungen. Alter, warum ey, Adel, jetzt gerade so? Renn nicht so schnell. Deine Schwester folgt dir mit einem tollen Werkzeugkoffer, mit dem sie dreimal schneller reparieren kann. Dann komm schnell. Ja, da bin ich doch dabei. Aber du willst es brauchen, weil ich dreimal für mich verdrücke. Ja, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Zack. Ist gerade ruckelt hier bei mir. Was ist das denn? Was, ich werde es brauchen. Du verdrückst dich nicht, mein Freund. Ja, weil ich mich verdrücke, willst du es brauchen. Nee, du verdrückst dich nicht. Ich glaub an dich. Ja, ah, der Killer! Renn! Ey, ist doch jetzt ein Scherz, oder? Jetzt holt der mich zu ernst, oder was? Ey, ich nehme gleich das Spiel und schmeiß es aus dem Fenster. Danke, ich schiel das mal an die Decke. Natürlich, der Haken eckt natürlich sofort hier, verstehst du? Ist doch normal, Alter. Mach keinen Fluchversuch. Komm, baue eine Bärenfalle auf, 5 Stück, damit ich auch wieder nicht mehr entkommen kann. Mach keinen Fluchversuch, ich komm. Er bleibt natürlich hier stehen, der Schwanz, bis ich tot bin. Echt? Er ist doch so hässlich, wo ist meine Taschenlampe, M2? Ihn an. Vom Haken. Das wird dir nichts bringen, Frank. Geizer, wo ist meine Taschenlampe? Steht der vor dir noch? Ja. Wo ist meine Taschenlampe? Der Pizzaboot hat mich gerettet. Ich weiß. Und ich bin hinter dem scheiß Killer. Der dich jetzt wieder aufhebt. Der Pizzaboot. Ey, ich steh direkt, guck mal. Oh, ich höre Franks schreien, das ganze Feld, ey. Die Sau, hast du das gesehen? Der Pizzabote hat mich gerettet, Alter, was ein korrekter Typ. Ey, was? Alter, was? Ich dachte die ganze Zeit, du hängst hier am Haken. Alter, hab ich mich jetzt wegen dem Pizzaboten in den Tod gestürzt? Hab ich das jetzt echt gemacht? Aber hast du mich den Pizzaboten geopfert, oder was? Ja, ich hab mich an den Pizzaboten geopfert, weil ich dachte, du bist es. Und der jetzt Pizzaboten hat sich für mich mal geopfert, weil man vollsten Respekt an den Pizzaboten. Ja, ehrlich. Also das ist mal wirklich ein netter Spieler. Fake French Play, wenn du das jemals sehen solltest. Du bist unser Man. Danke für alles. The Man of the Man. Und weißt du, das ist so ein Assi, der Typ. Der wartet jetzt, bis der andere tot ist, damit er mich da dranhängen kann. Ich stehe hier mit dem Mörder und dem Pizzaboten, der um sein Leben kämpft, Alter. Ist toll. Kann mal jemand hinkommen? Wir haben hier gerade einen super Generatoren an hier. Wir haben hier ein richtig schönes Dreier-Treffen, aber da kann ich mir den Mörder doch mal genau angucken. Wie nett der eigentlich aussieht. Der Pizzabote kämpft echt um sein Leben, da muss man echt Danke sagen. Und wenn der Pizzabote noch eine Minute kämpfen kann. Alter, jetzt hebt er mich wieder hoch. Ich rette mich, ich rette mich. Ich wickel mich frei. Nein! Alter, welcher Vollspaß! Alter, ich hab so gekämpft! Wer kann mich holen? Kann mich jemand? Ist jemand in der Nähe? Ihr seid in der Nähe, Alter, ihr seid in der Nähe! Beide, ihr Wichser! Kommt hin! Beide, ihr Wichser! Wo bist du denn? Ja, der Killer hängt hier direkt vor meinem Haken. Mit zwei Mann könnt ihr das schaffen. Du musst nur ganz schnell zu mir hinkommen und M1 drücken. Ich kann ihn blenden mit meiner Taschenlampe! Ja, mach das, mach das! Blende den! Komm, Mine! Frank muss den blenden und Kevin. Die Taschenlampe kommt! Ja, Frank muss den blenden und Kevin muss den ablenken. Wo ist er?
oder mich abmachen. Hier, der steht direkt vor mir. Wo bist du denn? Da fällt ich ihn. Er hat mich sofort getroffen. Schau mal, die bin ich nicht hell genug. Nein, Alter, wie geil. Jetzt liegt dieser Toten, jetzt wartet er darauf, dass der Haken frei wird, weißt du? Ist das ein Assi, Alter? Liegst du da tot? Beweg mich einfach mal nicht. Ich versuche noch zu überleben. Ja, drückst du M1 die ganze Zeit? Ich drücke jetzt M1 die ganze Zeit. Also das Spiel immer noch nicht verstanden, Mann. Er hat mich gefunden. Oh. Natürlich ist der Haken jetzt frei. Ja, toll. Hättest du immer von Anfang an M1 gedrückt, hättest du dich wiederbeleben können. Aber ich versuche zu entkommen. Oh, ich bin tot. Ich renne hier mit dem Pizzaboden. Ich wiggle noch. You know what to do with that big fat butt? Wiggle. Ey. Ich bin immer da. Ich schwör's, ihr habt mich zu Ende gewiggelt. Nein. Er kann mich in den letzten 0,1 Sekunden noch aufhängen. Ich kann nicht mehr, Alter. Leute, darf ich die sterben sehen? Ich war zu spät. Und die Taschenlampe? Wo hätte ich ihn besser vom Kopf geschmissen? Hat er ihn geblendet. Die vielleicht mehr Effekt gehabt. Ah, ich kann nicht mehr, ey. Gott, ist das behindert, ey. Ach, nee. Die Taschenlampe. Ich blende ihn voll, Alter. Er gibt erstmal eine Faust. Ich hätte ja gern gesehen. Ich habe leider zu spät hingeguckt, aber wie du den da geblendet hast, so knips, liegt er da. Blendet ihn. Ich hätte nicht so schmeißen sollen. Genau, so ein Schädel. Wäre ohnmächtig geworden. Das ist bestimmt. Oh. Kevin. Das ist bestimmt. Warte, bis die Falltür aufgeht. Das ist bestimmt so eine billige Taschenlampe aus dem Kiosk, weißt du? Für einen Euro. Da die gar nicht leuchtet. Oh, da ist er! Kevin! Wow! Oh, Kevin, das war eine gute Idee. Das war eine. Kommt von links bestimmt. Jetzt nicht da durchgehen. Lauf weiter, genau. Und jetzt rechts. Geh in den Schrank. Und jetzt links. Und jetzt einfach geradeaus hinter die Strohballen. Dann bist du weg. Der hat sich wieder unsichtbar gemacht, die Sau. Wo ist die Falltür? Ja, irgendwo ist die Falltür, Kevin. Und wieder haben wir dasselbe Problem. Aber schmeiß jetzt mal bei der Aggregate noch an. Und dann sucht die Falltür. Nein, dann sucht die Falltür. Ja, auch er hat's bewiesen. Auch ein Kevin kann es schaffen. Selbstverständlich. Und ich möchte sagen, es ist ein dummer Kevin. Aber er hat's geschafft. Vorsicht, ganz dünnes Eis jetzt hier. Ich weiß dafür, nicht. Ich habe einfach mal 21.000 Punkte jetzt. Ich habe hier irgendwelche Bonuspunkte bekommen, weil ich 9 Aggregate gemacht habe. Ja, versteht ihr? Ja. Es lohnt sich immer wieder. Es lohnt sich einfach, da möchtest du ja sagen. Was sag ich ja. Habe ich jetzt keinen Koffer mehr? Ja, das war nur einmal, oder? Jetzt echt? Sicher. Der flößt sich doch auf, oder nicht? Also die Taschenlampe, weiter so geil ist, nehme ich nochmal mit. Die war für klasse. Also wirklich, vielleicht muss man die ja schmeißen. Ich weiß ja gerade nicht. Ich weiß ja nicht, ob man den wirklich. Vielleicht kann man die auch werfen. Was wäre besser? Dein Laufen ist leichter und sanfter, was das Verfolgen deiner Spuren schwieriger macht, Fußspuren bleiben 2 Sekunden weniger sichtbar, oder du bist motiviert in ernsten Situationen, gewährt 3% zusätzliche Geschwindigkeit für Reparatur, Sabotage, Heilung und Suchen, wenn du verletzt bist. Ach, die Widerstandsfähigkeit nehme ich jetzt auf. Oder du lässt lieber das ganze Spiel sein. Weil du das mit den Perks immer noch nicht verstanden hast. So. Aber du musst deinen Bruder nicht striezen. Ah, nee. Was machen wir eigentlich jetzt? Die Runde vorbei. Ja, die Runde ist vorbei. Zuschauer nicht sagen. Auf Wiedersehen oder Hallo oder herzlich willkommen oder ich bin auch dabei. Ja, wir sagen auf Wiedersehen, oder? Wie viel haben wir denn jetzt aufgenommen? Nicht viel, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin einfach schon verwirrt. Wir nehmen einfach jetzt noch ein Spiel auf und dann gucke ich, wie ich drauf bin, ob ich die Folge so hochlade oder schneide. Aber schneiden. Dann sind die Leute wieder, sagen dann wieder, hör mal, Mine. Wie ist das Ende? Warum ist das jetzt wieder geschnitten? Ja gut, dann muss man halt mal mit dem Anfang und Ende. Weißt du, bei Gronkh ist das auch okay. Ist jetzt was Besseres, weil der 4 Millionen Abonnenten hat.
Billig. Eigentlich nicht. Leider ja. Nein. Aber Gronkh macht das doch auch so. Das ist okay. Wenn Gronkh das macht, ist das okay. Okay. So. Er lädt hier ein. Er lädt ein. Zu einer Kann Furcht. Auf jeden Fall nicht mehr drücken, überleben mit Freunden. Ich. Bei mir macht er gar nichts mehr. Dann mach ich jetzt. Mach du es. Ich werde es tun. Einladung angekommen. Saft und Tipp. Was? Shift und Tipp. Halten Sie Ihr Passwort geheim. Oder Tab und Shift. Oder Schufti Schafti. Oh. Ach nee, warum? Ich weiß. Vielleicht noch eins zu sagen. Sind das jetzt hier immer die Dubsmash-Wünsche? Was? Das sind jetzt immer die Dubsmash-Wünsche, die du hier mal reinhaust. Ich will Totalüberwachung, verstanden? 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr. Schifft dich um. Ich weiß auch nicht, kann ich mich immer kaputt lachen. Stundenlang mit voller Begeisterung. Ach, nee. Nee. Was ist jetzt hier? Ja, Schufti Schifti! Mal fertig! Oh nee, ich brich gleich zusammen. Ich krieg keine Luft, ey. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Einfach herrlich. Ich komm nicht mehr klar jetzt, ey. Schufti. Schufti schafft. Schufti schafft. Alter, ist das fertig, ey. Oh, nee. Wer ist jetzt wieder nicht fertig? Von euch Fertigen. Es findet kein Spiel. Auf jeden Fall hat man einen guten Lucky. Ach, nee. Wer hat denn diese Billo-Leitung? Jasmin oder... Kev? Ich, Mann! Ja, aber die gibt's doch nie! Ja, dann verlasse ich jetzt die Lobby, verdammt nochmal! Ja, bitte! Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. So, hey. Und jetzt machen wir weiter. Sonst krieg ich Heimweh, verstehst du? Wer macht das auf? Ich? Oder Kevin? Oder Schufti Schäfti? Oder Schufti Schäfti? So. Kevin, lädst uns bitte ein. Überleben mit Freunden. Alter, das ist echt extrem. Das habe ich immer nur mit dir so schlimm, wa? Dass ich irgendwas habe, worüber ich so richtig krass ablachen muss. Das ich nur mit dir. So. Das ist schön, dass endlich meine Einladung kam. Ich hab gedacht, ich versauere hier noch. Ich hab die ganze Zeit so einen Lacher in mir. So ein Lacher in mir? Ja. Einfach den Schufti Schäfti. Ich bitte, wenn ich mir die Folge angucke, denke ich mir, warum, was war denn jetzt so lustig, Alter? Ach ne, kennt ihr das, Freunde? Wenn man mal über irgendwas so scheiße lacht und nicht mal aufhören kann. Ja. So ist das bei mir voll oft mit meiner Schwester. Ja, das ist immer so. Das ist ätzend. Aber auch lustig. Ja. Ich habe schon nachts hier gelegen mit Bauchschmerzen am Boden zerstört, weil ich nicht mehr konnte. Ja, ich auch. Wo ist denn jetzt hier eigentlich der Bart? Ja, das weiß ich auch nicht. Alles hört er mich nicht. Alles wartet auf Bart. Warum? Mein, bei mir lebt doch. Vor uns hier. Vom Lagerfeuer. Ja, ich hätte mir den Endlos-Ladebalken, wie immer. Ach, ey, warum, lieber Gott? Ja, lad mich nochmal ein. Okay. Geht's los? Gib Schufti Schäfti. Oh, ne. Da ist er, Papa ist zurück. Und wie er dann immer da so auftaucht aus dem Feuer. Ich bin wie ein Ägypter, bin durch Feuer gegangen. Als ob er hier gerade so eine Bühnenshow vollzieht, weißt du, kommt er so aus der Flamme. Welcher Vogel ist jetzt wieder nicht fertig? Kevin ich wahrscheinlich, oder? Oder er will nicht die Transe sein, wie er will, sein will. Ah, hatte wir den Staatskoffer. Oh, warte mal, da kann Mit dem Breakfast, alles in seinem Kofferchen. Meine Brotdose.
Ich bin fertig. Kevin, ja. Kevin. Mein Brot noch zu Ende schmieren. Hör mal, Bart, aber herzlich verpasst wegen euch GZSZ. Da wisst ihr Bescheid, verstehst du? Ja, stimmt, fängt jetzt an. Toll, ne? Toll. So kennt man uns, verstehst du? Aber kann ich nachher nachgucken, kein Thema. Sag mal, Kevin, hast du jetzt auch so eine Billo-Leitung oder was? Der findet einfach keine Spiele. Dann gehen wir jetzt zu Papa. Ich bin raus. Komm, ich lade euch ein. Ich krieg halben weh. Ich krieg halben weh. Geht sonst nix. Von 50 Millionen Leuten, die das spielen, weißt du, willst du mir dann so immer erzählen, dass ausgerechnet dann gerade keiner spielt? Ihr müsst einfach bei mir sein, siehst du, mit einem Klick wird das Spiel gefunden. Hä? Was ist denn hä? Ich bin aber noch gar nicht drin. Ach so, so ja. Start, los, Attacke, auf geht's. Wenn er jetzt ein Spiel findet, ne? Guck mal, wie sieht der Koffer jetzt bei mir? Ich weiß nicht, worauf ihr wartet, aber es ist hier eine Million Leitung, verstehst du? Das bringt nichts, keine Spiele gefunden, da kannst du noch so eine tolle Leitung haben. Warte, läuft doch hier. Guck mal, wie meine überhaupt ihren Koffer hält, was soll das? Ich sehe gar keinen Koffer bei dir. Hier hältst du den falsch rum. Alter, ich krieg Heimweh. Jetzt hab ich auch so eine Billo-Leitung. Keine Spiele gefunden. So, ich gebe mir noch dreimal die Chance, da habe ich keinen Bock mehr. Jetzt vorbei, jetzt ist wieder abends, jetzt kommen sie wieder alle aus ihren scheiß Löchern raus und wollen auch mal spielen. Ja. Nee. Findet nix. Ja gut, dann sagen wir wenigstens noch ein Ende. Es war's. Es ist vorbei, Freunde. Letzter Versuch jetzt hier. Die Chefti, soll ich dir sagen? Das war's. Ist vorbei. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Tag. Ihr hattet jetzt eine gute Viertelstunde einfach nur Ladebalken. Und Entertainment. Aber ich glaube, ich kündige das vorher irgendwie an. Macht das schon. So, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen und ihr konntet ein bisschen mitlachen. Gebt der Folge gerne einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis demnächst. Genau. Tschüss. Thumbs up for Shift. Eskalation! Arme nach! Wochenende! Hoch die Hände, Wochenende!